Es gab am verkaufsoffenen Sonntag gleich doppelten Anlass, in der Koje in Coburg vorbeizuschauen. Ninis Tanzfabrik feierte nicht nur dreijährigen Geburtstag, sondern lud erneut zur großen Benefizveranstaltung Kids for Kids ein. Jedes Jahr, da kommen wir hier in der Koje, sind wir auch hier Unterstützung von der Koje bekommen, dass wir unsere Party machen. Es heißt, alle Kinder, die bei mir lernen und tanzen und singen, werden heute und dann auftreten. Was schön dabei ist, dass wir wollen und dann Geld sammeln, wie viel wie möglich. Heute haben wir 450 Euro zusammengesammelt und geben wir immer für ein Projekt. In diesem Jahr geht die Spende an die Klinik-Clowns. Freischaffende Künstler zaubern als Klinik-Clown seit über 20 Jahren kranken Menschen ein Lächeln ins Gesicht. Lachen macht ja, wie gesagt, gesund und ist gesund. Und dementsprechend ist es ganz wichtig, dass Kinder, die im Krankenhaus sind oder auch behinderte Leute oder eben auch in Altenheime oder in Hospizen, einfach ein bisschen Fröhlichkeit einkehrt. Vom Kinderballett über Hula-Fitness bis Zumba, die Tänzerinnen und Tänzer von Ninis Tanzfabrik begeisterten die Zuschauer und zeigten auch gleich die Vielfältigkeit der Tanzschule. Ich habe Auftritt gehabt und ich habe schön getanzt. Also mir macht es Spaß zu tanzen, weil ich habe eine nette Lehrerin. Kids for Kids war also auch in diesem Jahr ein Gewinn für alle. Die Tänzer konnten sich so richtig austoben und zeigen, was sie drauf haben. Die Zuschauer hatten ihre Freude und die Klinik-Clowns können auch dank dieser Spende ihre wertvolle Arbeit fortsetzen. Eine Wiederholung im nächsten Jahr ist also auf jeden Fall gewünscht.